Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, wir haben jetzt die Ganoven da aus ihrem Büro gelockt. Und ich habe gedacht, wir gucken einfach mal hier rein und schauen, vielleicht ist die Tür jetzt ja noch. Der Rest kamen aus diesem Raum. Ja. Aber wie? Der Raum ist voller Holzkisten und es gibt nur einen Ausgang. Ja, du hast doch mittlerweile schon mitgekriegt, dass hier was ist. Ja, ich hatte gehofft, dass die Tür vielleicht noch auf ist. Ist sie natürlich nicht. Und wir haben auch jetzt keine Sicherheitskarte. Bevor ich jetzt den ganzen Weg abgehe, um zu gucken, ob die vielleicht eine verloren haben, was ich jetzt auch nicht so wirklich glaube, gucken wir doch einfach mal, ob wir vielleicht jetzt durchs Fenster klettern können. Vielleicht macht er das jetzt ja. Das probiere ich jetzt nochmal eben. Also einmal jetzt den Gabelstapler hoch quasi wieder. Ne? Und dann kann er jetzt ja vielleicht durchs Fenster klettern. Wenn das Feuer nicht noch brennt. So, reingucken. Und durchgucken? Ja, okay, es geht nicht. Jetzt ist das Büro hinter dem Gitter leer. Ja. Du kannst... Okay. Er kann anscheinend nicht da hochklettern. Ist der Lüftungsschacht zu Fingers Büro. Hm. Ja, gut. Dann nicht. Dann gehen wir wieder runter. Bitte wieder runter. Zack, zack. Ja. Können wir den Schlüssel jetzt nehmen? Nein. Ach, Mann. Achso, vielleicht müssen wir erst abschalten. Können wir das mal abschalten? Ja, können wir. Ich möchte ja eigentlich nur, dass er den Schlüssel wieder an sich nimmt. Oder hat er den nicht? Ne, hat er nicht in der Tasche. Ach, guck mal an. Man kann mit Rechtsklick. Ah. Okay, es geht tatsächlich. Gut, ich weiß zwar jetzt noch nicht. Ja, auch wenn ich die Maschine jetzt anschmeiße, wie soll ich dann da oben reinkommen? Ich muss ja irgendwie eine Tür finden. Gut, wir könnten die jetzt mal anschmeißen. Halt. Josh, bleib bitte hier. Schlüssel benutzen mit dem hier. Und einfach mal anmachen. Okay. Ich lege die Schlüssel zurück in die Knochenmühle. Ja. Und jetzt einfach mal drücken. Soll ich da was reinschmeißen? Die Salami? Vielleicht weil der Alte so vergesslich ist, dass er aus Versehen Schlüssel in die Salami gepackt hat? Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Wieso gehst du eigentlich komplett hier hinten hin? Was können wir jetzt noch in diese. Was können wir noch da reinschmeißen? Die Brandschutzdecke? Kannst du ein bisschen weiter hier hingehen? Ich weiß gar nicht, warum du so weit weggelaufen bist. Ich wollte ja eigentlich nur, dass du was reinschmeißt. Da, genau. Die Brandschutzdecke. Geh doch nicht so weit weg. Wir haben doch jetzt die angestellt. Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt, dass ich das jetzt hier anstelle? Ach, er hat ihn hier gemeint. Okay, nee, gut, das hat so keinen Sinn. Also, okay, ich habe die jetzt angestellt. Das macht jetzt Krach. Das ist der einzige Grund, dass es Krach macht? Die sind jetzt ja alle weg, die Typen. Ich gehe mal gucken. Vielleicht hat sich ja irgendwo noch was getan. Also wir können die Maschine anstellen. Vielleicht hat es auch gar keinen Sinn, dass ich die Knochenmaschine jetzt nochmal anstelle. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg, den die gegangen sind, in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht eine Karte auf dem Boden liegen sehe. Da kann man jetzt das Fleisch nehmen. Auch nicht. Können wir das Schwein... Ach, der Wagen ist weg. Nee, das Wagen ist nicht... Sah eben so aus. Können wir uns jetzt das Schwein nehmen? Wir könnten uns nochmal Eis nehmen. Ich glaube, das ist aber nicht so wirklich sinnvoll. Das hat sich, glaube ich, erledigt mit dem Eis. Und das Schwein können wir auch nicht nehmen. Ich kann mich nochmal in diesen einen Raum umgucken, den wir da jetzt gefunden haben. Vielleicht gibt es da noch was. Es ist immer noch offen, auf jeden Fall. Gucken wir mal, vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken.
Ich möchte eigentlich nur... Ist da noch was? Nee. Da ist noch ein bisschen was. Die Tür haben wir noch gar nicht probiert. Tür wird durch dieses Holz blockiert. Okay, und du kannst es auch nicht wegräumen, das Holz, ne? Aber hier ist es ja offen, sehe ich gerade. Ah. Gut, dass ich hier nochmal runtergegangen bin. Vielleicht können wir hier ein Stück Fleisch nehmen. Da ist ein Schlachtermesser. Oh, das können wir nehmen. Geil. Aber das wird uns wahrscheinlich jetzt auch nicht helfen, oder? Hm. Ich setze mich nicht in diesen Stuhl. Ja, das sollst du ja auch nicht. Du sollst das Messer angucken, okay? Unter dem Stuhl in der Ecke ist eine Blutlache. Wir alle wissen, sitzen Schweine ungern auf Stühlen. Ist richtig. Ich will gar nicht wissen, was hier vorgefallen ist. Und du willst nicht das Messer nehmen? Setze mich nicht in diesen Stuhl. Können wir die Salami da vielleicht zerhacken? Warum auch immer. Ich versuche gerade unser Menü zu öffnen. Das mache ich nicht. Warum können wir das... Gut, das ist wahrscheinlich nur deswegen, damit wir wissen, dass da jemand saß. Okay. Also die haben ja anscheinend Menschen zerhackt, ne? Oh. Kurz zu trinken, Entschuldigung. Kratzt das ein bisschen im Hals. Oh, da geht's auch noch weiter, okay. Hier ist eine Menge Fleisch. Wir können es aber nicht von dem ganzen Fleisch einpacken, wie es aussieht. Und die sind ja anscheinend wirklich nach Hause gefahren. Ah, der Weg ist jetzt offen. Ah, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wie das jetzt hier verbunden ist. Aber das hilft uns alles nicht weiter, oder? Wir können jetzt hier rausgehen und sind wir jetzt in dem... Ja, genau, jetzt sind wir jetzt... Ich weiß schon, wo wir sind. Mhm. Alles schön und gut, aber was hilft das? Kann ich vielleicht jetzt ein Schwein hier durch? Aber warum soll ich denn ein Schwein da zerhacken? Der Sinn, der ergibt sich mir noch nicht so ganz. Hm. Ich meine, ich kann das gerne mal probieren, dass wir jetzt nochmal die Schweine da drehen lassen. Das muss ja einen Grund haben, warum das geht. Ja. Bisher hat das doch nichts gebracht. Und jetzt versuchen wir das nochmal und mal gucken, was dann passiert. So, ihr Schweine. Ah! Hängt da jetzt ein Mensch dran? Das wäre krass. Oh, tatsächlich. Mein Gott, das muss Toni sein. Sieht wieder nach einem guten Jahr für die Martino Meisterklasse aus. Heieiei. Und nu? Ha! Die können durchsuchen, okay. Vielleicht hat er die Karte. Das ist mir zwar zuwider, aber ich habe keine andere Wahl. Ein Schlüssel. Ah. Ein Schlüssel. Ah, Schlüsselkarte. Sehr gut. Das finde ich ja schon ziemlich krass, muss ich sagen. Geil. Cool. Wir lassen ihn jetzt einfach so hängen. Und die Polizei wird jetzt nicht zufällig vorbeikommen. Eigentlich müsste man die Polizei jetzt mal anrufen und ihnen das sagen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ins Büro. Und unter F ist das abgelegt. Das haben wir schon gehört. Dann können wir das Manuskript holen. Das werden wir, hoffe ich, doch in diesem Part noch schaffen. Ich hoffe, dass auch Nico irgendwann nochmal zum Zug kommt. Ich meine, die muss doch hier mitmachen, oder? Das wäre ja doof, wenn das jetzt ein Baphomets Fluchteil wäre, komplett ohne Nico. So, das klappt doch jetzt, ne? Jawoll! Geil. Die geheimen Eingänge. Okay. So, genau. Es muss ja die Treppe hochgehen. Das wäre ja unlogisch von der Architektur her. Genau. Was für ein Treppenhaus. Wow. Fast so wie die Treppenhäuser bei Pathologic, bei dem Let's Play, was ich gerade bei Dave gucke. Das ist auch so sinnvoll. Einmal komplett das Stockwerk ausgelassen, wie es aussieht irgendwie. So, da ist nichts. Also gehen wir hier ins Büro. Vielleicht können wir sogar noch ein bisschen mehr finden, als nur das Manuskript. Okay. Müsste mal die Fenster ein bisschen putzen. Ich habe gerade Geräusche gehört. Ist das ein Kasten voll mit Geld? Eine ganze Kiste. Ja, sieht so aus, aber darf ich nicht reingucken. Ist in einem geheimen Büro, schließen die ihre Schubladen ab.
Also, entweder sind die völlig paranoid oder diese Schubladen sind Attrappen. Ja. Wie du von da aus die Schublade gerade probiert hast aufzumachen, weiß ich auch nicht. Aber er hat es geschafft. So, da brauchen wir nicht. Wir müssen an den Schrank ran auf jeden Fall. Der Schrank ist fest verschlossen. Unmöglich, den aufzumachen. Ein erfahrener Profi käme hier schwer ans Arbeiten. War vielleicht doch ein wenig zu vorlaut, um zu sagen, ja, wir schaffen das. Ist der Sicherheitsschrank, in dem Fingers Anna Marias Manuskript verstaut hat. Ja. Tonung liegt auf Sicherheit. So viele Schlösser habe ich noch nie gesehen. Soll ich da bloß reinkommen? Was haben wir denn so dabei? Ein Stift wäre das wohl nix. Gucken wir uns den Schreibtisch nochmal genauer an. Vielleicht von dieser Seite. Vielleicht können wir da doch was entdecken. Hier vielleicht? Die große Schublade da? Die ist offen. Oh, ah, was haben wir denn da Schönes? Ein Zettel? Den Tuch? Ist irgendwas Eingewickeltes? Menü. Ach Gott, Menü. Ich verstehe den Sinn nicht. So, etwas, das in ein Seidentuch eingewickelt ist. Was auch immer in dieses Taschentuch eingewickelt ist, muss für jemanden sehr wertvoll sein. Na toll, ein Foto der Schauspielerin Lucy Chu aus dem Film Kaltblütig. Meinst du Lucy Liu? Lucy Chu kenne ich jetzt nicht. Aber nichts, was man in ein Taschentuch einwickeln müsste. Nee, das soll sie wohl nicht sein. Ja, aber irgendwas ist doch mit dem Foto mit Sicherheit jetzt. Angucken. Werbefoto von Lucy Chu. Ja, aber das kann jetzt ja nicht alles gewesen sein. Können wir da was dran malen? Anscheinend nicht. Gesagt hat er dazu nichts, aber... ja. Das ist jetzt ganz toll. Schubladen hier? Sind verschlossen. Es hat keinen Sinn, sie öffnen zu wollen. Aha. Ja, aber... das geht doch nicht. Moment. Können wir... Das Feuerzeug ist weg. Ach nee, das Menü ist erweitert. Können wir das anzünden? Das ist doof, ne? Funktioniert so nicht. Ja, aber irgendwas müssen wir da... Stift ging nicht, habe ich eben probiert, ne? Der zuckte einfach nur. Der zuckte. Und Lucy Liu in Verbindung mit diesem Code hier? Das mache ich nicht. Na, jetzt mache ich nicht. Und das Foto hier über diese Schwefelhölzer, ah, das geht nicht. Und das mit dem Schrank verbinden, einfach so, stumpf? Ist nicht richtig so. Das ist nicht richtig so, nö. Ja, das, wir haben jetzt hier dieses Foto, das, hallo, es muss hier doch irgendwie weitergehen, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Und das kann man nicht umdrehen. Kannst du es nicht auf die Schreibtisch hier unter das Licht halten oder irgendwas damit machen? Mit den Schubladen kombinieren. Das ist nicht richtig so. Das ist nicht richtig so. Kann man sich das mal genauer angucken? Schubladen sind verschlossen. Es hat keinen Sinn, sie öffnen zu wollen. Ah. Gut, wir könnten jemanden anrufen. Das können wir noch versuchen, aber hilft das, ist die Frage. Schubladen sind verschlossen. Ja gut, telefonieren wir mal. Vielleicht hat der irgendeinen einen Rat. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. So. Telefon. Anna Maria. Ja, wenn überhaupt der Anna Maria, ne? Fragen wir mal. Vielleicht hat die eine Ahnung. Kann die was mit der anfangen oder so. Gibt's was Neues? Nicht wirklich. Tschüss. Ja. Oh, danke. Danke fürs Gespräch, George. Was sagt denn unser Tagebuch, wollte ich gerade sagen, unser Handbuch? Genau. Wir sind doch schon im... Hallo? Das ist doch schon gar nicht mehr aktuell, was hier steht. Oh, Mann. Oh. Super, ne? Jetzt haben wir ein Bild gefunden, mit dem ich nichts anfangen kann. Der hat doch Rollen, der Schrank. Kann man den vielleicht zur Seite schieben? Ist der Sicherheitsschrank, in dem Fingers Anna Marias Manuskript verstaut hat. Ja. Das ist mir alles bewusst, aber ja.
Das hat doch was mit diesen komischen Schubladen auf sich. Warum kann ich die denn alle anwählen, wenn da nichts mit ist? Vor allem, es sind ja nicht alle zu, oder? Also, drei sind doch auf. Oder sieht das nur so doof aus? Und wieso musst du da rumgehen? Geh doch mal von dieser Seite aus an die Schublade. Junge, hier. Schubladen sind verschlossen. Das ist doch... Irgendwie wurmt mich das jetzt hier so ein bisschen, ne? Ich möchte jetzt hier weiterkommen. Salami. Tietz George Stobart. Was ist das denn? Das Seidentuch an sich hat ja auch noch was. Seidentaschentuch. Offensichtlich italienisch. Ja, aber... Benutzung abbrechen? Nee, achso. Kann ich das Seidentuch vielleicht mit den Schubladen kombinieren? Ist nicht richtig so. Aber da ist doch irgendwas drauf. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich das auch noch im Menü habe. Mit dem hier? Chance, mache ich nicht. Du machst gar nichts, George, ne? Das Seidentuch. Kann ich das mit irgendwas? Mit dem Stift. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ja, weil das für mich so aussieht, als wäre da was draufgeschrieben auf dem Seidentuch. Anzünden ist doof, ne? Chance, mache ich nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Das Seidentuch mit dem Foto kombinieren. Funktioniert so nicht. Seidentaschentuch. Ja, ja. Offensichtlich italienisch. Aber die Anna Maria, kann die italienisch? Alfonso kann italienisch. Dann rufen wir Alfonso an. Das ist doch Italiener, oder? Ja, weiß ich nicht. Oder die Bedienstete. Die Bedienstete, die Juanita. Vielleicht können wir die sprechen. Hallo, ist da Alfonsos Hotel? Genau. Was kann ich für Sie tun? Ah! Ich mache gerade eine Befragung zum Thema Wandschränke. Waren Sie schon mal in einem eingesperrt? Hey, George! Mein Held! Wie geht's dir? Mir ist alles klar, Juanita. Ich wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Aber ich muss auch gleich wieder los. Du kannst jederzeit mal vorbeischauen, George. Ich schulde dir eine Menge. Ich werde es mir merken. Tschüss. Ja, oh, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ah, sie sagt doch, sie schuldet ihm eine Menge. Komm, die ist doch... Jawohl, ne, die klingt ja eigentlich eher spanisch, ne? Oder mexikanisch, ne? Trotzdem sollten wir vielleicht mal rumfragen wegen des Seidentuchs. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann überhaupt jetzt hier weg. Wenn nicht, wäre es natürlich jetzt dämlich. Oh Gott. Wir versuchen das jetzt. Aber ich glaube, ich komme hier nicht weg. Ich versuche mal jetzt, das Gebäude zu verlassen. Aber ich glaube, das klappt nicht. Er sagt bestimmt, ich muss das Manuskript haben. Und dann haben wir das nächste Problem, dass wir hier irgendwie weiterkommen müssen, ne? Da muss ich gleich echt noch... Da muss ich gleich offscreen kurz gucken, oder? Ich versuche gleich nochmal die dritte Person anzurufen hier, die Anna Maria. Wenn ich jetzt das Hotel nicht verlasse... mir fällt noch was ein. Er müsste doch auch weg sein, wenn die Feierabend gemacht haben, ne? Dann sind doch bestimmt die, der Alte ist doch auch weg, der Chico. Oder ist der noch da? Der ist doch Italiener. Aber ja... Ich will ja nicht mit ihm sprechen, wie eine Schürze. Ist Chico noch da? Chico ist weg. Dann können wir jetzt vielleicht mal da hinten reingucken. So, pass mal auf. Vitrine ist voller Salamis. Ja, ja. Können wir jetzt vielleicht hier die Tür öffnen? Wenn sie nicht zu ist. Das wäre auch eine Idee. Mal gucken. Vielleicht finde ich da ja was. Oh, sehr klug. Heutzutage weiß man ja nie, wer hinter deiner Salami her ist. Ja, okay, gut. Hätte ja sein können, dass wir da jetzt vielleicht irgendwie noch was finden. Also gut, aber Chico ist auch weg. Und wir können wahrscheinlich das Gebäude, das Gelände gar nicht verlassen, ne? So. Bin wegen Anna Marias Manuskript hier. Und ich gehe erst, wenn ich es habe. Ja, ist ja schon gut. Ich versuche jetzt nochmal Anna Maria anzurufen.
Ja, aber das hat ja eben schon nichts da. Oder ist, ja gut, dann können wir gleich nochmal im Kautionsbüro anrufen. Vielleicht hat ja Virgil noch eine Idee. Aber ja gut, wenn er natürlich nicht mit uns sprechen will, weil sein MP3-Player immer noch kaputt ist. Das ist auch so toll. Komm. Was Neues? Nicht wirklich. Ach man, George. Okay. Tschüss. Wieso erzählst du nicht mal von dem, was du rausgefunden hast? Ich verstehe das nicht, ne? Dann versuchen wir jetzt Virgil anzurufen. Da. Wahrscheinlich geht da auch Maria ran. Die Leitung ist vorübergehend gestört. Die haben bestimmt die Telefone platt gemacht. Ja. Schön. Klar, Moment, Leute, ich muss was nachgucken. So, da bin ich wieder. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was das Spiel von mir will. Also, ich habe da jetzt, das war nicht nur ein kleiner Absatz, das sind 3-4 Sätze. Dann ist auch das Kapitel tatsächlich vorbei. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja noch. Aber ich habe das nicht verstanden, was da in der Lösung stand. Also, wir haben jetzt ja dieses Seidentuch. Und wir sollen nochmal in den Heizraum gehen. Und das... Also wir sollen das Tuch mit Fleisch einwickeln, habe ich das richtig verstanden? Und dann sollen wir das Fleisch eingewickelte Tuch an den Schrank reiben? Also wieso ähnlich stand das in der Lösung? Und ich denke, was bitte soll das? Also ich bin jetzt echt gespannt, ob das irgendeinen Grund hat. So, passt mal auf. Dazu müsste man aber erstmal... Oh, der Heizraum ist ja hier, warte mal, da machen wir den Heizraum... Dann ist da ja anscheinend noch was zu holen. Mal kurz mal hier reingucken. Das dürfte ja der Heizraum sein. So. Da ist Fleisch tatsächlich, ja. Okay. Fett aus dem Fleisch ist widerlich. Das okay. Wieder wegzukriegen, brauche ich Spezialseife. Okay. Und jetzt nehmen wir das schöne Seidentuch und wickeln das ein. Oh, dieser Fleck geht nie mehr raus. Ja. Und warum soll ich... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also ganz davon abgesehen jetzt mal. Also das musste ich nachgucken, weil das wäre mir in Jahrhunderten nicht eingefallen. Also jetzt, ja, ich bin verwirrt. Sorry. Dann gehen wir jetzt in den... genau, jetzt gehen wir in den Raum zurück. Und sollen dann... Hör mal auf. Da wieder hoch. Wir soll, also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir wirklich jetzt mit dem fettigen Tuch den Schrank einreiben. Ja, weiß ich nicht, erscheint da dann eine Nachricht drauf oder so? Also, wie soll man denn bitte auf sowas kommen? Also ich guck nochmal, so. Und man kann wohl hier aus dem Fenster gucken, das habe ich auch nicht so ganz gewusst. Hier kann man wohl, ah, da kann man tatsächlich aus dem Fenster gucken, ja. Ich kann die ganze Fleischfabrik übersehen, aber mein Fabrikbesitzer-Gen meldet sich irgendwie gar nicht. Ja. Ich glaube, bei dem Fenster hier, da kann man die Knochenmühle sehen. Meine ich. Das offene Fenster kann ich die Knochenmühle sehen. Reinzufallen wäre ein großer Fehler. Ist richtig. Könnte sogar Autos zerlegen. Vielleicht soll man da was reinschmeißen. So, passt mal auf. Wir sollen jetzt... Moment. Kurz gucken. Da. Jetzt gibt es die Option, das einzureiben. Ich verstehe das nicht. Warum? Ach so, wir schieben den. Hä? Räder des Sicherheitsschranks sind verrostet und sitzen fest. Ah. Sich das wieder hinbiegen. Okay, das hätte ich vielleicht mal eher machen sollen. Okay, dann hätte man zumindest gewusst, dass wir Fett oder Öl brauchen. Och, puh, das ist aber ein Rätsel. Muss ich jetzt die... Ah, okay, dann ergibt das natürlich Sinn. Vielleicht lassen sich mit dem Fett aus dem Taschentuch die Räder gangbar machen. Okay, ja. Ich gebe zu, das ergibt Sinn. Ich hatte halt... Ja, diesen Hinweis auf rostige Räder hatte ich halt nicht. So, das müsste reichen. Jetzt könnten die Räder sich bewegen. Und jetzt hauen wir einfach den Schrank in den Fleischwolf rein, ja? Okay. Mit bloßen Händen komme ich in diesen Schrank nicht rein. Achso, aber man muss wirklich Rechtsklick machen und das dann so. Okay,
Ja gut, muss halt wissen, ne? Ja. Okay. Ich glaube, ich habe... ich sollte über den normalen Weg gehen. Ich habe da, glaube ich, zweierlei Dinge gesehen. Also, mehr habe ich auch nicht nachgeguckt, ne? Aber, puh, ja, es war schon eine interessante Lösung, muss ich schon sagen. Okay. Bitte, hallo? Gehst du runter? Dankeschön. Das ist interessant. Lauf, 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 kleiner George. Lauf, 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 kleiner George. So, durch die Tür. So, dann können wir wahrscheinlich jetzt... Also das Manuskript kommt man, glaube ich, auch erkennen, aber ich glaube tatsächlich, ich habe einen MP3-Player gesehen. Wäre natürlich jetzt cool. So. Und der Apparat ist kaputt. Ja, nimm! Unter dem MP3-Player liegt Anna Marias Manuskript. Ja, sehr schön. Dann ist ja Virgil auch glücklich. Und hilft uns vielleicht wieder. Ist echt 14. Jahrhundert. Frage ist nur, wie erforsche ich es? Museen kommen nicht in Frage. Nein, es muss eine etwas bekömmlichere Umgebung sein. Eine bekömmlichere Umgebung. Vielleicht kommen wir jetzt ja endlich mal wieder darauf, dass wir mal Nico treffen. Nee. Anna Maria, schau mal. George, du hast es gefunden. Oh, ich danke dir. Ja, und nun? Alles zum Service. So, was haben wir denn da? Ja, ein Manuskript. Kann er was machen? Ah, wir können wieder entdecken. Ah, okay. Das war ja damals auch schon so, glaube ich, bei diesem einem Schriftstück Anno. Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Aha. Ja. Schwarze Symbole. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Aha. Und hier haben wir Wappen. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Ja, stimmt. Zur Seite gewendet, ne? Ja, ich hab's verstanden. Die Kamera kann zurückfahren. Und jetzt den Text bitte irgendwie über. Latein Teil 1. Steht. Am ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Gibt keinen Sinn. Dein Latein ist gut. Ja, in der Schule war es irgendwie blöd, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ob sein Latein so gut ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zweiter Teil. Steht. Zum zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden. Schließe den Kreis, auf das die Ritter dich passieren lassen. Aha. Das dritte? Steht. Im dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Nächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Mamluken? Reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Im Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Wo er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Aha. Und hier ist noch ein vierter Teil anscheinend. Steht. Im letzten, um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab. Und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten. Sitz der heiligen Kirche im Westen. Belehrte Koptenstadt im Süden.
Wende dich vom heiligen Zion ab. Welchem Ort? Jerusalem? Das hier sieht übrigens wie ein Weg aus, ne? Ihr seht auch meine Maus, ne? Ja. Also hier finde ich so hoch, runter, hoch, rechts, rechts, links. Finde ich so, die Lilien sind so angeordnet. So, die Burg können wir uns noch angucken. Eine ziemlich typische Abbildung einer befestigten europäischen Stadt. Okay, wahrscheinlich, wenn wir alles angeguckt haben. Hölle, das hat... Nee, Hölle noch nicht. Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Hä? Ach, die Fleur de Lis, die sind aufgeführt hier. Fleur de Lis in verschiedenen Mustern. Lateinische Überschrift. Die haben wir noch nicht gelesen, ne? Steht, Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Aha. So müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist und wo seine Festung steht. Ja, ganz einfach. Dann einen Weg finden, um da runterzukommen. Aber welche Festung? Vielleicht diese hier? Befestigten Stadt stehen Minarette, siehst du? Sieht östlich aus. Aha. Und da unten haben wir noch was. Der Engel. Muss der Engel sein, der im Manuskript erwähnt wird. Für mich nicht wirklich wie ein Schatz aus. Das kann ja alles noch sein. Die Ritter haben wir noch nicht. Sieht aus wie Sankt Georg, der Schutzheilige von England, im Kampf gegen den berühmten Drachen. Okay. Die Stadt rechts sieht östlich aus, wird aber von einem christlichen Ritter verteidigt. Der heilige Georg, nicht Engländer? Eigentlich kam er aus der Türkei. Dann passt das ja. So, haben wir jetzt alles? Wappen haben wir... Ich guck doch mal, ob wir jetzt wirklich alles angeguckt haben. Burg, Hölle... Das hatten wir alles. Hier noch was? Oder die? Das Wasser... Hier noch was? Nee. Dann haben wir uns, glaube ich, alles angeguckt. Und haben eigentlich ein schönes Heiliger hier ist noch. Oh, und? Ein würdevoll und demütig dreinschauender Mann. Okay. Dann haben wir jetzt, denke ich, doch wirklich alles. Vielleicht können wir ja im nächsten Part dann doch mal vielleicht Nico anrufen oder den André, weil die, hier ist noch ein Götze. Hey, den hier kenne ich. Das ist Baphomet, der Götze, dem die Tempelritter angeblich gehuldigt haben sollen. Muss eine Möglichkeit finden, mehr über diese Sachen rauszufinden. Ah, jetzt haben wir anscheinend alles gefunden. Okay, dann gehen wir mal raus aus der Karte. Kannst du es entschlüsseln, George? Nicht vollständig. Ich brauche eine Bibliothek oder eine Datenbank. Die Straßen sind so gefährlich. Warum nicht online, übers Internet? Ja, es gibt da eine Webseite. André Lobineaus Gesellschaft für antiquarisches Wissen. Aber ich komme nicht rein. Hast du nicht gesagt, Virgil sei ein guter Hacker? Ja, aber der ist mächtig angefressen. Deinen Charme spielen. Ja, vor allem haben wir ja den MP3-Player wieder. Den werden wir ihm beim nächsten Mal geben. Und ja, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was die Geschichte noch hergibt. Wenn man mal von den ganzen technischen Schwierigkeiten hier absieht, wird die Geschichte vielleicht auch ganz interessant. Ja, Baphomet ist fluchtechnisch. So ein bisschen der Stil, ne? Naja, logisch. Okay, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part. Euer Alexa, ciao. Hauen Sie rein.